BAM! Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim! Ja, der letzte Part war etwas kürzer und der hier hat nur noch Müll dabei. Gut, wir sollten Delfine nach Flusswald folgen. Und das werden wir jetzt so gleich auch tun. Hier sehen wir ein wunderschönes Daedra-Schwert. Daedra-Schild. Ich habe bis jetzt nur das Daedra-Schwert auf meinem privaten Spielstand, weil ich keine Daedra-Herzen finde. Und ihr braucht mir auch nicht schreiben, wo die sind fürs Let's Play und so ein Kram, weil wir werden da eh nie hinkommen. Ja, das Let's Play ist vorher beendet. Ich weiß nämlich, dass eins bei den Gefährten liegt und sonst weiß ich nichts. Bum, bam. Schlafender Riese. So, wunderbar. Schön. Dann, wir müssen wieder. Ja. Ich habe einen Plan. In den geheimen Keller. Geh. Lass gut sein. Oh, mein Uhr ist wild. Part 265 wurde gerade hochgeladen. Tja! Ich habe einen Plan ausgearbeitet, wie wir euch in die Botschaft der Talmor schmuggeln können. Ah, sehr interessant. Kommt ihr etwa nicht mit? Das wäre keine gute Idee. Ich würde wahrscheinlich die falsche Art von Aufmerksamkeit erwecken. Aber euch kennen sie noch gar nicht. Ja, das ist ja super. Und wie lautet euer Plan? Wie soll ich denn in die Botschaft der Talmor gelangen? Die Botschafterin der Talmor, Elenven, veranstaltet regelmäßig Feiern, bei denen sich die Reichen und die Leute mit Beziehungen bei den Talmor einschmeicheln. Oh, das ist ja toll. Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen. Sobald ihr in der Botschaft seid, schleicht euch davon und sucht Elenvens geheime Akten. Ich habe einen Kontakt in der Botschaft. Für diese hochriskanten Aktionen ist er nicht der Richtige, aber er kann euch helfen. Das ist ja nett. Malborn, ein Waldelf, hat jede Menge Gründe, die Talmor zu hassen. Ihr könnt ihm vertrauen. Ich werde ihm ausrichten lassen, dass ihr euch im Zwinkern den Skeva treffen soll. Kennt ihr den? Ja, währenddessen versuche ich, euch eine Einladung zu Elenvens kleiner Feier zu beschaffen. Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Malborn arrangiert habt. Noch Fragen? Jo. Tschüss. So, triff Malborn in Einsamkeit. Bumm. So, direkt mal nach Einsamkeit. Einsamkeit ist hier oben. Da waren wir soweit noch nicht. Obwohl, können wir da schon hinreisen? Okay, gut, dann wieder hier nach Weißlauf. Und dann mit der Kutsche schnell nach Weißlauf geritten. Oder gereist, wie man es jetzt nennen mag. Komm, hau rein. Zack. Guck mich nicht so böse an. Den Mond finde ich immer etwas übertrieben. So. Ich kann euch zu. Wohin soll's gehen? Einsamkeit. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Oh ja, ich kletter wieder hinein. Seid ihr zum ersten Mal in Einsamkeit? Ja. Schöne alte Stadt. Hauptstadt von Himmelsrand, aber das wusste. Ja, das wusste. So. Wunderbar. Das ist so ein Alchemietisch, wie man hier sieht. Ein Alchemielabor. Ach komm, jetzt konnte ich noch nicht mal das lesen. Wo ist mein Pferd? Ich wette, mein Pferd steht da unten irgendwo, aber naja, wir können da auch zu Fuß hochlaufen. So sieht doch geil aus. Ja, so zücken wir die Waffe noch, stimmt. Wir müssen jetzt in die Kaserne in Weißlauf. Weißlauf, genau, Einsamkeit natürlich. Hier finden wir auch die kaiserliche Armee. Das ist der Hauptsitz der kaiserlichen Armee. Hier könnten wir uns General Tullius anschließen. Den haben wir schon ganz am Anfang unseres Abenteuers kennengelernt. Ich mochte den jetzt persönlich ja nicht so, aber naja, ist ja wohl egal. Komm. 200. Oh, das ist toll.
Sie dürfen Onkel Rock mir nichts antun. Sagt ihm, dass er es nicht war. Alle auf Position. Svari, ihr müsst nach Hause. Geht und wartet dort, bis eure Mutter kommt. Macht schon weiter! Ihr solltet ihr sagen, dass ihr Onkel ein Drecksherr ist, der seinen Großkönig verraten hat. Besser, sie erfährt es gleich, Advar. Ihr seid zu gütig, Vivien. Rockwir, ihr habt Ulfric Sturmmantel geholfen, aus dieser Stadt zu fliehen, nachdem er Großkönig Torek ermordet hatte. Torek. Indem ihr das Tor für Ulfric geöffnet habt, habt ihr die Bewohner von Einsamkeit verraten. Verräter! Verräter! Überhaupt kein Mord geschehen. Ulfric hat Torek herausgefordert. Ja! Er hat den Großkönig in einem fairen Kampf besiegt. Halt die Klappe! So ist es bei uns Brauch. Dies ist die uralte Tradition von Himmelsrand und aller Nord. Wir wollen Köpfe rollen sehen. Köpfe, 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 Köpfe. Jawohl, jawohl. Am heutigen Tage breche ich auf nach Sovngarde. Bam! Gut, das war's. Wozu die Eile? Ach, man kann den jetzt hier natürlich Eine noch so die Kopf Torwache hier so hier so den hey, Kopf nehmen und das? So hin und her schieben, aber das ist eigentlich relativ langweilig, habe ich früher mal gemacht, aber naja. Die Hinrichtung ist eigentlich noch ganz interessant. Die wollte ich nochmal ins Let's Play mit einbringen. Dauert das halt ein bisschen länger, das Let's Play. So, nee, das, der war hier für die Diebes... Ich habe mit euch nichts zu schaffen. Lasst mich in Ruhe. Der war für die Diebesgillen-Quest, stimmt. Hä? Was ist denn das hier? So, da, Malborn. Ihr braucht etwas? Ja, Sigi. Hallo, Melbourne. Was braucht ihr? Unsere gemeinsame Freundin schickt mich. Wirklich? Ihr wisst, für wen sie sich entschieden hat? Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Also, die Sache läuft so. Ich kann einige Gegenstände für euch in die Botschaft schmuggeln. Bringt selbst nichts anderes mit. Ja. Mit den Talmor ist in Sachen Sicherheit nicht zu spaßen. Ist recht, ist recht. Gebt mir alles, worauf ihr nicht verzichten könnt. Und ich sorge dafür, dass es in die Botschaft gelangt. Alles andere bleibt euch überlassen. Okay, okay, Moment, ich muss noch ein paar Sachen vorbereiten. Ein paar Minuten gebe ich euch noch. Ich kann hier aber nicht den ganzen Tag lang warten. Ja. Es geht schließlich um meinen Hals, wisst ihr noch? Das ist mir eigentlich egal. Solange ich nicht drauf gehe, was haben wir denn da so bei... Alle... Nee, ich hätte gerne schon alle Objekte angesehen. Ah, nur Müll. Okay, gehen wir dem dann mal alle... Schauen, ob ich das Seid tragen ihr kann. Endlich soweit? Ja, ich muss Sigi. Zurück, bevor hier ein paar ist Minuten gebe ich. Na, nein! Ich kann hier aber nicht den ganzen Tag lang warten. Es geht schließlich um meinen Hals. Wisst ihr noch? Ich bin ein paar Minuten. Nein! Noch. Ich kann hier aber nicht den ganzen Tag lang warten. Es geht schließlich um meinen Hals. Wisst ihr noch? So. Seid ihr endlich soweit? Na schön, ich bringe das für euch in die Botschaft. Ich muss los. Nein, 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 nein! Eure Aufgabe ist es, euch unter die Gäste halt! Zu mischen, ohne als Spion... Oh, scheiße. Laden. Zwinkern das Giva. Ja. Manometer. So. Ja? Wirklich? Also, die... Bringt selbst... Gebt mir alles, worauf ihr nicht... Was fragt ihr? Wenn ihr tatsächlich lebend da rauskommen wollt, solltet ihr alles mitnehmen, was ihr zum Leisen bewegt? Na schön, ich bringe das für euch in die Botschaft. Ich muss los. Ich finde euch schon auf der Feier. Keine Sorge. Ich gebe dir einfach mal alles. Dem. Keine Ahnung, wozu ich das jetzt alles brauchen könnte, aber... Ich meine, das habe ich ja so oder so im Inventar. Na, weil ich jetzt alles ausgerüstet habe, aus Versehen, ne? So. Ich spam gerade R. Wunderbar. Nice.
Eure Aufgabe ist es, euch unter die Gäste der Feier zu mischen, ohne... Halt die Klappe! So, wir sollten jetzt, glaube ich, Delfin treffen. Und in der Botschaft werden wir dann... die Graubärte schon... haben das Drachenblut nach... Boah, plär doch nicht so. In der Botschaft werden wir dann ziemlich viel Spaß haben. Schau mal, unser Kerl ist nackig. Oh ja, ist das geil. Ist der nicht geil? Ist der nicht geil? Oh. Schmutziger Kerl. Wo ist Delfin? Delfin! Habt ihr Malborn die Sachen gegeben, die ja. in die Botschaft schmuggeln wollen? Gut. Ich habe eure Einladung zur Feier. Aber an den Wachen werdet ihr nur vorbeikommen, wenn sie wirklich glauben, dass ihr ein geladener Gast seid. Und das heißt, ihr müsst auch wie ein Gast aussehen und dürft nicht bis an die Zähne bewaffnet kommen. Hier, legt das an. Wenn ihr bereit seid, verwahre ich den Rest eurer Sachen, bis ihr wieder zurück seid. Ihr werdet nur das haben, was Malborn für euch hineingeschmuggelt hat und das, was ihr drinnen eventuell noch finden könnt. Sehr schön. Dann ziehen wir uns mal an. Bekleidung. Kleidung könnt ihr nicht auf einer Feier in der So, ja. Seid ihr bereit, die Kutsche zur Botschaft zu besteigen? Ja. Keine Sorge, das wird alles bis zu eurer Rückkehr auf euch warten. Das ist schön. Seht nur zu, dass ihr mit den Informationen, die wir brauchen, lebend wieder dort herauskommt. Viel Glück. Dankeschön, Delfin. Ich gehe jetzt auf die Kutsche und verlasse den Pöbel. Ja, da räuspert sie sich schon. So, dann gehen wir jetzt mal in die Talmoranische. Talmoranische. Würde es Talmoranische sagen oder Talmorianische? Ah, da kommt wohl noch jemand zu spät zu Elenvents kleiner Abendgesellschaft. Und dann kommt ihr auch noch mit der Kutsche an. Ich grüße euch, werter Herr. Bah! Willkommen in der Botschaft der Talmor. Eure Einladung bitte. Hier. Vielen Dank, mein Herr. Geht einfach hinein. Meine Verspätung liegt an den verwirrenden Wegen dieses Götterverdammten. Halt die Klappe! Ich hatte nicht die Absicht. Ich will hier rein. Ich muss jetzt fett Party machen. Auf der Benefizgala. Wo man sich selber was spenden kann. So, erstmal mir schön mit den Finger knacken. Hallöchen, Popöchen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Du bist Eleven. Ich bin Elenven, die Botschafterin der Talmor in ja. Himmelsrand. Sag ich doch. Und ihr seid? Ich bin Chewie Films und es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Ah, richtig. Ich habe euren Namen auf der Gästeliste gesehen. Oh, das ist ja schön. Bitte, erzählt mir mehr über euch. Was führt euch in dieses... nach Himmelsrand? Ich möchte dich jetzt nicht mit dir labern, du Doofes. Wir haben leider keinen Alto-Wein mehr. Gestattet ihr, dass ich den Arentia-Rotwein entkorke? Ich hatte euch doch bereits angewiesen, mich mit solchen Kleinigkeiten nicht zu behelligen. Ja, Frau Botschafterin. Da ist noch Alto-Wein. Wir müssen uns später besser bekannt machen. Bitte, amüsiert euch. Ja, ist ja schön. Was kann ich euch bringen? Ihr habt es geschafft. Gut. Sobald ihr die Wachen ablenkt, öffne ich diese Tür. Dann könnt ihr euch auf den Weg machen. Wollen wir hoffen, dass wir beide diesen Tag überleben. Schön. Hallo. Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen? Oh, entschuldigt. Ich muss euch übersehen haben. Darf ich mich vorstellen? Raselan. Import und Export ist mein Beruf. Beobachter der menschlichen Natur, meine Berufung. Ist ja schön. Hier, ich habe euch was zu trinken mitgemacht, Raselan. Ah, die einzige großzügige Seele in einem Heer von Pfennigfutzern und alten Knausern. Wenn es hier etwas geben sollte, womit ich euch helfen kann, müsst ihr unverzüglich zu mir kommen. Könntet echt was für mich tun? Ich kann gleich damit anfangen, euch für eure Großzügigkeit zu entlohnen. Sprecht weiter. Könntet ihr vielleicht die Aufmerksamkeit der Wachen einige Minuten auf euch lenken? Ist das alles? Dann seid ihr an der richtigen Stelle. Man könnte sagen, dass es zu meinen Spezialitäten zählt, aus der Rolle zu fallen. Oh, das ist ja toll. Tretet zurück und bewundert das Werk meiner Hände. Oh.
Das weckt deine Hände. Geil. Wie kann ich euch dienen, mein Herr? Komm, hau rein, Shaco. Los, lasst uns gehen. Schnell, bevor uns noch jemand bemerkt. Natürlich im übertragenen Sinne. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass jemand sie ins Bett bekommen möchte. Obwohl, die meisten von euch stecken ja ohnehin schon unter einer Decke mit ihr. Aber auch das natürlich nur im übertragenen Sinne. In Ordnung, in Ordnung. Nehmt eure Hände weg von mir. Ich werde mich ab jetzt benehmen. So weit, so gut. Hoffentlich hat uns niemand hinausschleichen sehen. Wir müssen durch die Küche. Eure Ausrüstung ist in der Speisekammer versteckt. Toll. Bleibt einfach in meiner Nähe und überlasst das Reden mir, kapiert? Ja. Folgt mir. Hau rein. Mach hinne. Die Eile. Boah, lass mich durch, du Fettwanst! Wer kommt da mal, Bor? Ihr wisst doch, dass ich keine fremden Gerüche in meiner Küche mag. Ein Gast. Ups. Fühlt sich wieder aus. Gut. Schwert der Klingen hier, da drüben habe ich das habe ich schon mal Favoriten, oder? Stahlstreitaxt, ja gut. Dann Bekleidung, muss ich mir noch mein Eisenschild auf die Haut legen. Keilliche Rüstung. So. Hast die arme Seele. Ach, Amulett von Talos hier kann ich noch machen. Schön. Uah. Ein Gast in der Küche? Ihr wisst, dass dies gegen die Regeln ist. Regeln, Zerwein. Ah! Ihr seid jetzt auf euch allein gestellt. Dankeschön. Ich kann keine unnötigen Zeugen gebrauchen. So, gut, dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Part.